Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Talk Podcast Arzt als Unternehmer. Ihr wisst, mit diesem Podcast unterstützen wir euch auf dem Weg in die Niederlassung oder eigene Praxis mit wertvollen Tipps und praktischen Hinweisen, aber auch als erfahrener und etablierter Mediziner in der eigenen Praxis gibt es hier immer wieder kostbare Hinweise für Ihre Praxis und für Ihr Unternehmen. Denn unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Heute freue ich mich sehr, dass ich einen jungen Mann im Podcast habe, den wir, ich kennengelernt habe auf einer Veranstaltung und der mir sofort ins Auge gesprungen ist, deshalb, weil er eine unglaubliche Ausstrahlung hat und für sein Projekt brennt. Das ist der Steffen Preuß, Geschäftsführer von ICHO, und er hat mit seinen beiden damals Kommilitonen, die kommen aus dem Bereich der Medienkommunikation oder auch aus dem Bereich der Elektrotechnik, ein medizinisches Produkt entwickelt, ein Hilfsprodukt entwickelt, das demenzkranken Menschen hilft, wieder mehr kognitive Fähigkeiten zu entwickeln. Und darum geht es in dem Podcast. Die Firma ICHO ist sehr, sehr erfolgreich mittlerweile, ein junges Startup oder auf dem Weg, sehr erfolgreich zu werden, haben einige Innovationspreise gewonnen, sind ausgewählt worden, um Europa in Amerika zu vertreten bei einem weiteren größeren Innovationskongress, sind gerade in der letzten Phase der Ausfinanzierung und sind dann auf dem Weg, ein wirklich großes Unternehmen zu werden. Ich freue mich wirklich sehr, dass Steffen sich die Zeit genommen hat, uns hier im Business Talk Podcast über das Thema Medizin der Zukunft, über das Thema moderne Hilfsmittel für die Medizin zu erzählen. Seid sehr gespannt drauf. Ein wirklich tolles Interview. An dieser Stelle nochmal der Hinweis auf unsere Veranstaltung Startup Praxis. Nämlich auch da wird Steffen Preuß als Redner auftreten und nochmal das Projekt ICHO und ein bisschen was zu dem Thema Entwicklung in der Medizin aus seiner Sicht auch erklären und erzählen. Am 6.7.2019 im Signal Iduna Park, also dem ehemaligen Westfalenstadion in Dortmund, von 10 bis 18 Uhr werden wir ein Event ins Leben rufen, erstmalig in diesem Jahr. Wir haben tolle Redner, tolle Speaker, da geht es um die moderne Arztpraxis, da geht es um das Thema Tipps und Hinweise zum Thema Gründung, aber auch zum Thema Ausbau der Praxis. Viele, viele innovative Menschen werden da sein, ein tolles Beisammensein, also ein Summit, würde man heute vielleicht sagen, von vielen tollen Menschen, die in der Medizin weiterkommen wollen und die auch die Zukunftsmedizin, also das Thema Medizin, weiter vorantreiben wollen. Ich freue mich wirklich sehr drauf. Aber jetzt erstmal viel, viel Spaß mit dem neuen Business Talk Podcast und Steffen Preuß von der Firma ICHO. Viel Spaß beim neuen Podcast. Ja, viel Spaß. Wir wollen für kognitiv erkrankte Menschen einen Weg zur besseren Kommunikation finden. Das ist die große Vision von Steffen Preuß, einem der Mitbegründer des Startups ICHO und der gleichnamigen Therapieballs ICHO, den ich heute hier im Business Talk Podcast wirklich ganz recht herzlich begrüße. Ich finde super, Steffen, dass das geklappt hat. Herzliche Grüße. Du sitzt gerade in Duisburg? Ich sitze in Duisburg, genau. Okay. Und bevor wir in die Frage-Antwort-Runde einsteigen, habe ich mir ein paar Notizen gemacht und ich möchte Steffen für alle die ihn noch nicht kennen, das wird nicht mehr lange dauern, dass ihn ganz viele kennen, aber jetzt noch mal kurz persönlich vorstellen. Steffen Preuß, geboren 1989 in Dortmund, wird also dieses Jahr seinen 30. Geburtstag feiern, genau. Hat sein beruflicher Werdegang hat gestartet als Mediengestalter im Bereich Digital und Print, Beratung und Planung. Hat dann Kommunikationsdesign studiert im Bereich und hat seinen Bachelorabschluss gemacht, genau. Hat Kommunikationsdesign studiert, habe ich gerade gesagt, ist selbstständig seit 2012 im Bereich E-Commerce, Print und Werbegestaltung gewesen und hier steht noch wissenschaftliche Hilfskraft am Institut Bild Medien. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Nee, leider nicht mehr. Ja, hätte mich auch gewundert, wo du die Zeit noch hernimmst. Ja. Ich habe mal auf eurer Internetseite geguckt und mir ist da eine Sache aufgefallen, woran man wirklich sehr, sehr gut sehen kann, dass in dem, was ihr da macht oder was du da machst, eine ganze Menge Herzblut steckt. Das habe ich mir rausgesucht, das würde ich ganz gerne zum Einstieg in diesen Podcast vorlesen. Warum entwickeln wir ICHO? Jeder von uns erfährt oder hat die Erkrankung an Demenz eines nahestehenden Familienmitglieds erfahren. Zu lernen, wie man mit einem demenziell veränderten Menschen umgehen muss, ist keine leichte Erfahrung. Gleichfalls wurde es immer schwieriger, in Kontakt zu treten und den Menschen zu erreichen, der einen die ganze Kindheit begleitet, unterstützt und geliebt hat. Aus diesem Grund entwickeln wir ICHO, damit Angehörige und Betroffene wieder zueinander finden können. Ein toller Einstieg und gleichzeitig kriege ich jetzt gerade Gänsehaut, weil ich genau nachvollziehen kann oder mir zumindest einbilde, wie das ist. Aber ich glaube, man merkt darin auch, dass du oder dass ihr mit dieser Firma etwas entwickelt habt, was euch sehr, sehr nahe steht. Wir werden noch ein bisschen mehr über die Firma, über den Werdegang und so weiter erzählen.
Aber bevor es jetzt wirklich losgeht mit der Frage-Antwort-Runde, bitte ich dich noch einmal kurz zu sagen, wer ist Steffen Preuß und was macht er beruflich und privat? Mit eigenen Worten. Ja, wer ist Steffen Preuß? Erstmal herzlichen Dank für das tolle Intro. Herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich richtig schon auf den Termin. Sehr gerne. Du hast eigentlich schon ganz viel über mich erzählt. Ja, ich werde jetzt 30 Jahre alt. Ich habe mit meinen Mitbegründern Eleftherios und Mario die Firma Echo Systems gegründet, aus der Hochschule heraus. Ich muss sagen, ich bin noch im Master eingeschrieben. Ich habe die Thesis noch nicht gemacht. Aber mein Hintergrund ist wirklich, dass ich aus der Gestaltung komme. Das heißt, ich habe ganz klassisch nach dem Abitur erstmal eine Ausbildung gemacht zum Mediengestalter in einer Werbeagentur. Und weil mir das irgendwann, sage ich mal, nicht mehr so gereicht hat und weil ich eigentlich nicht mehr da noch austoben wollte, habe ich das Studium in Düsseldorf in Kommunikationsdesign angefangen. Und das hat mir ganz gut gelegen. Ich habe gestalterische Schwerpunkte gehabt im Bereich erst Typografie, so ganz klassisch das, was man in der Werbung macht. Bin aber dann sehr schnell immer an den Punkt gekommen, dass ich gesellschaftlich relevante Themen bearbeiten wollte. Ja. Das ist etwas, was meine Mitgründer ebenfalls so im Blut haben. So sind wir auch quasi in der Hochschule zusammengekommen. Und parallel, sage ich mal, begann die Erkrankung meiner Großmutter. Das war etwas, was unsere Familie sehr zusammengeschweißt hat auch, also erstmal getroffen hat. Klassischer Werdegang, ach, Oma ist tüttelig, mach dir nicht so einen Kopf. Bis hin zu, okay, es ist mehr als nur Alterstüttlichkeit, lass uns doch mal zum Arzt gehen. Und das war etwas, was die ganze Zeit immer parallel zum Studium brodelte. Also mein Interesse, gesellschaftliche Themen zu bearbeiten, und dann diese Erkrankung, die in der Familie dann da war. Und dann gab es einen ganz entscheidenden Punkt, und zwar, dass das Forschungsprojekt Nutzerwelten an der Hochschule Düsseldorf ausgerufen wurde. Und da ging es ganz explizit darum, gestalterische und technische Lösungsansätze für Menschen mit Demenz zu entwickeln. Ja, und da war ich natürlich getriggert, das fand ich total spannend, da ich schon immer irgendwie den Mehrwert in der Gestaltung sah, vielleicht nicht unbedingt neue Poster und neue coole Webseiten zu machen, sondern irgendwie was mit Mehrwert zu schaffen. Okay. Und man widmete sich dann so dem Thema Demenz und plötzlich entstand da etwas, was sich irgendwie so ein bisschen auch verselbstständigt hat. Einfach aus dem Grund, weil es wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, in diesem Bereich zu forschen und so interdisziplinär zu arbeiten. Also mit Elektrotechnikern zusammen, mit Informatikern zusammen, Produktdesignern. Und es hat vor allem ganz viel Spaß gemacht, wieder sich seiner Großmutter so nähern zu können. Und ja, das war etwas, was quasi heute immer noch ein immenser Antrieb ist. Dieses Gefühl, meine Großmutter, die war dann zeitweise schon sehr weit fortgeschritten, sich ihr wieder nähern zu können, eine Hilfe selber zu haben, ihr begegnen zu können, weil das teilweise auch sehr schwierig ist. Und dann gibt es so 2, 3 minimal kleine Momente, wo man merkt, ach, da ist sie wieder. Und das ist in dieser Arbeit mit Echo entstanden und das ist, warum wir dieses Startup dann irgendwann gegründet haben. Ja, und meine Aufgaben heute sind nicht mehr ganz so in der Gestaltung, was ich teilweise wirklich sehr schade finde. Aber wie das so ist, ich bin jetzt als Geschäftsführer eingesetzt und habe sehr viele administrative Aufgaben, bin aber maßgeblich eigentlich der auf Veranstaltungen das Projekt vorstellt, in die Kommunikation nach außen geht, um halt Kooperationspartner zu finden und das gesamte Projekt vorzustellen. Dann werden wir gleich noch mal ein bisschen tiefer drauf eingehen, was ihr so an Veranstaltungen macht, wo du so präsent bist, wo du Echo vorstellst und natürlich auch, was Echo kann, was Echo überhaupt ist. Aber noch mal 2 Sachen vorab würde ich gerne fragen oder beziehungsweise mit dir besprechen. Das ist ja die eine Seite, und das haben ja sehr, sehr viele, also dass jemand in der Verwandtschaft oder in der älteren Generation erkrankt, also jetzt nicht unbedingt an Demenz, aber dass man sich Sorgen macht, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist zu sagen, ich möchte wirklich den nächsten Schritt gehen. Ich möchte nicht einfach nur sagen, ich mache was und ich finde das nicht gut oder die Wirtschaft tut ja nichts oder ich habe in irgendeiner Art und Weise das Bedürfnis, anderen zu helfen. Du hast gerade gesagt, du hast immer ein gesellschaftliches Anliegen gehabt. Aber es ist natürlich die ganz andere Sache, es umzusetzen und so in die Umsetzung zu kommen, wie ihr das getan habt. Also wirklich ein Unternehmen zu gründen und unternehmerisch zu denken. Wie bist du dazu gekommen? Ist dir das in die Wiege gelegt?
Also in die Wiege gelegt. Also sind deine Eltern irgendwie selbstständig, unternehmerisch tätig? Also meine Mutter ist Lehrerin, Förderschwerpunkt Lernen. Damals gab es noch extra Schulen für Kinder mit Lernbehinderung, die gibt es heute nicht mehr. Es gibt ja nur noch die Inklusion. Und mein Vater ist ganz klassisch im Controlling tätig gewesen für eine größere Firma, die für ThyssenKrupp zugearbeitet hat. Was meine Eltern mir auf jeden Fall mitgegeben haben, ist immer so eine gesunde Haltung, auch mutig neue Sachen anzustoßen. Mhm. Also es war immer der Gedanke da, ganz ehrlich, wenn dich das interessiert, mach das doch einfach erst mal. Ja, also du musst hier keine Lehre als Bankkaufmann anstoßen, weil das ein gesicherter Job ist. Geh ruhig Design studieren, auch wenn wir noch nicht wissen, was du damit wirst und was du damit machen kannst. Wenn dich das glücklich macht, probier dich aus und du wirst schon deinen Weg finden. Das heißt, ich habe von zu Hause wirklich sehr viel Rückhalt immer mitbekommen. Immer bin ich bestärkt worden durch dieses Umfeld, einfach mutig nach vorne zu machen und einfach mal ausprobieren. Was soll schief gehen? Ne? So. Das ist ein roter Faden, der sich immer wieder durchzieht. Ne? Wenn ich hier Leute habe, die ich mal frage, wie seid ihr unternehmerisch auf den Weg gekommen, dann ist es entweder, dass die Eltern einem das vorgemacht haben, nicht viel drüber gesprochen haben, indem sie selbst Unternehmer sind, oder dass sie eben gesagt haben, wie jetzt bei dir, wir vertrauen dir, mach doch einfach, hab Spaß an der Sache und lass es einfach auf dich zukommen und vertrau dem Prozess, ne? Und nimm ihn auch an. Das ist ja wirklich wichtig. Sehr, 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 sehr schön, weil Intention in diesem Podcast ist ja insbesondere den Mediziner auch wieder zum Unternehmersein zu bewegen. Jetzt bist du kein Mediziner, aber du hast trotzdem sehr, sehr viel mit der Medizinerbranche zu tun. Da kommen wir ja gleich nochmal drauf. Die zweite Frage ist, wenn du an deine eigene Familie denkst, du bist ja gerade selbst Vater geworden vor einiger ja. Zeit, jetzt ist das ja auch immer ein Spagat, ne? Zu gucken, habe ich auf der einen Seite jetzt mein Unternehmen, was ich gerade gründe, auf der anderen Seite habe ich eine Familie, die gründe ich auch gerade. Viele sagen, Gottes Willen, wie geht das? Wie kümmert sich der Mann um seine arme Familie oder umgekehrt? Wie kriegst du das hin? Und unterstützt dich deine Frau, deine Lebensgefährtin? Ja, also erstmal muss ich sagen, ohne sie wird es überhaupt gar nicht so funktionieren. Die Eltern, dass die einem den Rückhalt geben oder sage ich mal, die Familie ist das eine. Mhm. Aber wenn der Partner und meine Freundin jetzt da so nicht hinter mir stehen würden, dann wird es überhaupt nicht funktionieren. Mhm. Bei ihr, sie kommt aus einem anderen Umfeld. Sie hat Immobilienkauffrau gelernt und ist eigentlich so nichts in diesem, ich sag mal, ich bin immer dieser Vivikus, Gestaltung, ne, Kunst machen, alles so in diesem Designbereich, was man schwer greifen und fassen kann. Das schlägt sich auch darin nieder, dass ich nicht so unbedingt der Pünktlichste bin, ne, weil ich immer Zeit zu optimistisch einschätze. Und sie ist da sehr viel rationaler und wirklich ein guter Konterpart. Und was ich jetzt auf jeden Fall über die letzten 3 Jahre auch so festgestellt habe, ist einfach, dass sie da doch ein sehr hohes Vertrauen mitbringt in mich, meine Person und das, was ich mache. Mhm. Aber vor allem auch, dass sie einfach mir auch den Rücken frei hält. Und ich glaube, wenn das nicht wäre, gerade auch jetzt, wo unsere Tochter geboren ist, die ist jetzt 14 Wochen alt, ist noch eine heiße Phase, 2 Startups parallel. Genau. Und ohne Anna wird es nicht funktionieren. Ja. Schön. Ja, sehr schön. Ich hoffe, sie hört das, aber das weiß sie wahrscheinlich auch. Wenn sie dir so einen Rücken frei hat, wird sie wissen, was sie an dir hat und von daher alles gut. Ich glaube, ich könnte es ihr häufiger sagen, weil das geht im Alltag dann doch mal unter, aber doch die hohe Anerkennung ist auf jeden Fall da. Ab jetzt ist es unumstößlich in diesem Podcast. Sehr gut. Und du kannst immer wieder sagen, hör dir mal Minute sowieso an. Ich kann das ja nochmal verlinken. Sehr gut. Ja, das Thema ICHO ist auf der einen Seite natürlich ein Herzensprojekt, aber auch wirklich eine ernste Angelegenheit. Also ihr habt ja da etwas entwickelt, etwas ins Leben gerufen, was so habe ich dich ja kennengelernt auf einer Veranstaltung der Rheinischen Post in Düsseldorf, wo du vorgetragen hast und wo ich gar nicht anders konnte, hinterher als dich anzusprechen, weil ich fand den Vortrag so inspirierend und auch das, was ihr da vorhabt. Und ich fand dich in der Form unglaublich mutig, vor, ich weiß nicht, wie viel 100 Ärzten zu reden und zu sagen, wir haben da was entwickelt. Aber da habe ich schon gemerkt, der Junge ist so tief im Thema. Das wird er sicherlich auch noch, der meint das ernst und der kann das auch vor anderen. Kannst du mal so ein bisschen was zum Thema ICHO sagen? Was kann ICHO, was ist ICHO und wohin geht die Reise? Ja, also es dreht sich natürlich erstmal ganz grob um das Thema Demenz. Der demografische Wandel ist etwas, was jetzt, glaube ich, gerade in Deutschland auch über die letzten Jahre sehr präsent geworden ist. Die Problematik, die damit einhergeht. Alternde Gesellschaft. Und
wir kommen natürlich aus dieser persönlichen Betroffenheit. Das heißt, die Großeltern sind an Demenz erkrankt und wir sehen das sehr aus dieser Brille der Angehörigen. Ne? Also der ganze Schmerz, der damit einhergeht. Erst später, sage ich mal, als wir ein bisschen weiter in dem Projekt waren, haben wir festgestellt, dass es da noch ganz andere Probleme eigentlich gibt, ganz, ganz explizit im Bereich der Pflege. Ich meine, unser Pflegesystem arbeitet heute schon an den Grenzen seiner Belastbarkeit und das wird in Zukunft nicht besser werden, wenn nicht neue innovative Lösungen oder Ansätze gefunden werden, um vielen dieser Pflegeprobleme irgendwie Herr zu werden. Mhm. Und aus Perspektive der Angehörigen zu den Betroffenen haben wir festgestellt, Mensch, es fehlt irgendwie an adäquater Aktivierung und Förderung, um wieder ein bisschen mehr Lebensqualität zu schaffen. Wir waren immer dabei, also meine Großmutter ist sehr gut gepflegt worden, auch als sie dann ins Heim gekommen ist. Mhm. Aber es war sehr schwierig, sie zu erreichen. Und für mich als Angehöriger war es sowieso sehr schwer, sie zu erreichen, weil ich mit dieser Situation nicht umgehen konnte. Mhm. Und wir haben überlegt, was kann man denn machen? Und man als Angehöriger, man probiert alles aus. Ne? Man liest sich ins Thema ein, dann hat man so gerade, sage ich mal, irgendwie einen Zugang zu einer bestimmten Ebene gefunden. Mhm. Dann gibt es den Abfall durch die Krankheit auf das nächst tiefere Plateau. Also muss man sich wieder neu einarbeiten und man rennt immer nur hinterher. Mhm. Und was uns explizit fehlte, war irgendwie Material oder Fördermöglichkeiten, die ich durchführen kann, um bei meiner Großmutter wieder Lebensqualität zu schaffen, aber auch diesen Bereich der Aktivierung und Förderung abzudecken. Mhm. Und daraufhin, weil alles, was digital ist, irgendwie gerade auch cool ist und uns besonders viel Spaß gemacht hat als technikaffine Jugend, sage ich jetzt mal, war nicht so richtig passend. Diese Pflegetablets, diese Demenz-Tablets, meine Großmutter konnte nichts damit anfangen. Das war für sie wie ein glatter Spiegel. Ne? Also mit dem Tablet konnte die nicht umgehen. Klar. Was sie aber sehr gut konnte, war noch mit dem Ball spielen. Mhm. So. Und Lefteri war es, der dann auf die Idee gekommen ist, dieser Ball, wäre das nicht irgendwie witzig, wenn der leuchten würde, wenn der vibrieren würde und wenn der einfach Musik abspielt, Klänge abspielt, je nachdem, was wir gerade brauchen. Mhm. Und dann machen wir da Spiele raus. Und das kam erstmal gut an, sagten wir, ja, hör mal, ist doch eine gute Idee. Und so haben wir angefangen, einen Ball auszustatten mit modernster Sensorik, sodass er alle möglichen Interaktionen und Bewegungen feststellen kann. Das heißt, dieser Icho-Ball, den wir gebaut haben, registriert, ob ich ihn schüttle, fange, werfe, mich ihm annähere, das alles kann registriert werden. Und reagiert mit farbigen Leuchten, mit Vibration, Klang und Musik, ganz individuell auf die Bedürfnisse des Nutzers, je nach Anwendung. Okay. Das ist jetzt sehr abstrakt. Was heißt das? Wir haben einen Ball. Vielleicht nochmal, genau, das wollte ich gerade fragen. Genau. Das heißt, wir haben einen Ball und ich schmeiß dir den jetzt zu und du fängst ihn und plötzlich kommt ein Tiergeräusch. Und du musst erraten, was ist das jetzt für ein Tier? Ist das jetzt ein Vogel? Ist das ein Tier vom Bauernhof? Ist das vielleicht, weiß ich nicht, ein Wal? Ne? Also wir mixen das auch immer. Und dann musst du das erraten, musst sagen, woher kommt das Tier, woher kenne ich das, wo bin ich dem begegnet. Es fangen Assoziationsketten an, in dir zu rattern. Und das ist eine Form von Gedächtnistraining, was wir mit Motorik verbunden haben, durch dieses Rumreichen des Balls, das Zuspielen, sage ich mal, Motorik und Kognition zu fördern. Also ich verstehe das so, der Ball ist so leicht, so schwer, in Anführungsstrichen, dass auch selbst ein kognitiv erkrankter Mensch oder ein älterer Mensch diesen Ball gut handeln kann. Genau. Ich würde jetzt mal sagen, weiß ich nicht, Melonengröße. Handball. Handballgröße. Ja, also kleine Melone. Handballgröße. Du hast gesagt, er kann Licht abgeben, er kann vibrieren, er kann Musik abspielen, Töne abspielen, also Klang und Musik ist mit dabei. Mhm. Jetzt würde ich ja sagen, gut, gab es das nicht schon? Nein, gab es noch nicht. Also es gab andere Möglichkeiten, aber ich fand, du hast sehr schön gerade beschrieben, dass deine Großmutter mit vielen Dingen nichts anfangen konnte. Warum glaubst du, ist jetzt gerade dieser Ball so besonders, weil es einfach ist? Also ich glaube, der Ball ist einfach etwas, was uns allen als Kind schon total vertraut ist. Ich glaube, jeder kann sich darauf einigen, dass man mal mit dem Ball gespielt hat. Das heißt, es gibt ja schon relativ wenig Ressentiments gegenüber diesem Objekt als solchem. Es gibt ganz viele Ansätze, sage ich mal, wie auch
diese Paro-Robbe ist ein ganz gutes Beispiel. Mhm. Paro ist ein japanisches Produkt. Das ist eine kleine Seerobbe und die reagiert auch auf Bewegung. Die macht dann niedliche Geräusche und soll so quasi so eine emotionale Interaktion hervorrufen. Mhm. Jetzt hat meine Großmutter nicht wirklich mit einer Seerobbe in ihrer Kindheit gespielt und zu tun gehabt. Die hatte nur wenn Hund. Sich einer wundert, ist mein Telefon, geht aber gleich aus. Ja, ist alles gut. Ja. Und das ist so ein ganz gutes Beispiel dafür, warum die Ecke schon so ein bisschen komisch ist einfach. Mhm. Das, was man häufig sieht, sind dann wirklich diese Tablets auch. So gerade mit mach mal einmal aus, was, entschuldige bitte. Ja, mach mal, alles gut. So, bin wieder da. Das ist alles gut. Ich habe Mario auch gerade parallel mal angeschrieben, dass er mir bitte mal ein Echo eingeschaltet hat. Ja, super. Dann kann ich dir das zeigen. Sehr gut. Da sieht man das dann ganz gut dran. Mhm. Ne? Also du hast Paro als Beispiel, das ist ein Tier, was irgendwie robotisch imitiert wird, aber eine Seerobbe ist jetzt nicht das, was man kennt. Mhm. Diese Tablets und alles in dem Bereich ist halt sehr abstrakt. Meine Großmutter konnte irgendwann nicht mal mehr Fernsehen gucken, weil sie das gar nicht mehr so wahrgenommen hat. Mhm. Diese Abstraktionsleistung fehlte auch irgendwann. Sie konnte auch ein Radio nicht mehr aktiv hören, obwohl ein Radio eigentlich auch so das gängige Medium der Generation ist. Mhm. Konnte sie weder bedienen, konnte sie weder wahrnehmen, weil es so peripher im Raum eigentlich nur ein Rauschen erzeugt hat. Und so hat sich das eigentlich mit ganz vielen Objekten getan. Da kommt Mario. Hallo. Hallo Mario, grüß dich. Sehr gut. So, perfekt vorbereitet. Ja. Hier, das ist so ein Echo-Ball. Ich versuche ihn so zu halten, dass es nicht allzu sehr blendet. Okay. Also für alle die jetzt leider nur den iTunes-Podcast hören, ihr solltet euch unbedingt diese Version auch auf YouTube anschauen. Dann könnt ihr den Echo-Ball sehen. Im Übrigen, vielleicht nur am Rande erwähnt, wir werden natürlich alles verlinken. Wir werden eure Internetseite verlinken. Es gibt tolle Videos da drauf, wo man sich das nochmal anschauen kann, sodass jeder, der jetzt hier gerade nicht live dabei sein kann, beziehungsweise hinterher im Podcast auch nochmal natürlich auf eure Seite gehen kann. Aber jetzt habe ich super. Die weiter geht's. Ja, alles gut. Also ich sag mal, das hier ist jetzt die eingeschaltete Version. Ne? Das ist dann Echo mit einem Leuchtkranz dran, für all diejenigen, die es gerade nicht sehen können. Wir haben ein umlaufendes Leuchtband innerhalb des Balls, was sich jetzt hier ganz simpel, was die Farbe verändert, wenn ich es bewege. Mhm. Und das ist schon etwas sehr, sehr Subtiles, was eine wahnsinnig hohe Faszination bei den demenziell erkrankten Menschen auslöst. Mhm. Und auch bei Kindern und auch bei uns teilweise. Da kommt wieder dieses Prinzip der Wirksamkeit, sich selber wieder wirksam im Raum finden wieder. Und es gibt einfach verschiedene Sachen, die gut funktionieren, aber uns reichte das alles nicht, weil gerade der digitale Bereich immer sehr digital war und nicht so niederschwellig, nicht so subtil. Und das ist eigentlich das, wo wir einsteigen wollten. Also basale Stimulation als Beispiel, dieser ganze Bereich der Musiktherapie, all diese Dinge, die man eigentlich sehr einfach durchführen kann, wollten wir ein bisschen updaten, wollten wir individualisierbar machen. Das ist ganz entscheidend, dass wir auf wirklich den biografischen Kontext des Nutzers eingehen können, auf den Hintergrund und das wirklich für jeden so spezialisiert machen können, dass meine Oma Heinche hören kann und weiß nicht, mein Vater Black Sabbath und ja, was höre ich jetzt gerade? AC/DC höre ich gerade wieder ein bisschen. Das heißt also, der Ball hat die Möglichkeit, auch interaktiv zu sein, aber auch individuell zu sein. Also ich kann mit dem Ball, wenn es mein Ball ist, den ich für mich, die Möglichkeit wird es ja geben, ich kann mir als demenzerkrankter Mensch diesen Ball zulegen oder familiär. Ich kann aber natürlich auch in der Therapiegruppe mit dem Ball arbeiten, in dem der Ball, ich weiß, also ich habe ihn ja auch in der Hand gehabt, der hat eine sehr schöne haptische Oberfläche, die so ein bisschen angeraut ist, die ihn auch festhalten geht. Genau, er hat noch irgendwelche Wölbungen und Vertiefungen und Verschlingungen, ist aber immer noch sehr, sehr leicht zu handeln und macht einfach Spaß in der Hand zu halten. Also so habe ich sofort empfunden. Und du hast gesagt, er kann ja auch noch mehr. Also er kann mich ja auch begleiten durch Bewegungen. Also er kann Bewegungen stimulieren, indem ich finde dieses Beispiel von dem Märchen so schön. Vielleicht kannst du das nochmal sagen. Ja, genau. Das, was ich eben erzählt habe, quasi das mit diesem Gedächtnistraining über die Tiergeräusche, das ist natürlich nur ein Beispiel. Wir entwickeln gemeinsam mit Therapeuten, mit Ärzten und Wissenschaftlern ganz verschiedene Anwendungen. Mhm. Was sehr gut funktioniert, sind beispielsweise die Märchen. Dann ist auf der Echo-Kugel das Märchen des Froschkönigs, jetzt nur als Beispiel.
Und die einzelnen Stationen des Märchens sind mit Handlungsabläufen verbunden. Das heißt, wenn die goldene Kugel des Froschkönigs unten aus dem Brunnen hochgeholt werden muss, dann ist das Icho, der von unten auf dem Boden nach oben in die Luft gereicht werden muss. Und erst wenn dieser Bewegungsablauf vollzogen wurde, hat das Icho richtig registriert und das Märchen wird weitererzählt. Also das ist genauso möglich und wir waren sehr überrascht, wie gut das wirklich funktionierte, weil wir hatten so am Anfang vor allem die Sorge, das sind ja doch relativ komplexe Handlungsabläufe, die durchgeführt werden müssen, um beispielsweise dieses Märchen zu hören. Kam aber eigentlich sehr gut an. Also was wir explizit machen, ist, dass solche Sachen immer mit einem Therapeuten oder mit einem Angehörigen gemeinsam durchgeführt werden. Und ich sage mal, unter dieser Anleitung sind das sehr schnell so Assoziationsketten. Was mache ich denn eigentlich? Ach, von unten nach oben heben? Einfach, ja, das kriege ich hin. Klar. Und deswegen funktioniert das eigentlich. Und genauso funktionieren auch bestimmte Motorikspiele, wo man dann Schlösser knacken muss mit Icho quasi imaginär, wo wir weitere Hörspiele haben. Jetzt haben wir saisonal zu Weihnachten ganz viel St. Martin-Geschichte gehabt, Nikolaus-Geschichten, solche Sachen. Aber auch wirklich ortsbezogen gucken, was passt denn jetzt gerade so wirklich zum biografischen Hintergrund, zu der Stadtgeschichte oder. Gibt es für den Ball Einsatzgebiete, die den unterschiedlichen Status einer Demenzerkrankung berücksichtigen können? Also das ist genau der Punkt, wo wir gerade dran sind. Wir haben relativ allgemein angefangen zu gucken, was können wir überhaupt mit Icho machen, wen erreichen wir überhaupt mit Icho. Der erste Einsatzort war die Tagespflege mit Gästen in der Tagespflege bei einer beginnenden bis mittleren Demenz. Und das ist etwas, wo wir uns sehr wohlfühlen, was sehr gut funktioniert. Daraufhin war die Nachfrage relativ schnell da. Mensch, gerade bei herausforderndem Verhalten sehen wir, wie gut Icho funktioniert. Die Gäste in der Tagespflege können wir sehr viel schneller, ruhiger kriegen wieder, aus dieser Stresssituation rausholen. Und deswegen war schnell der Wunsch da, das hätten wir gerne im stationären Bereich. Und dann waren wir erstmal im stationären Bereich, gerade um bestimmte Pflegeroutinen auch zu unterstützen. Das heißt, wenn morgens gewaschen werden muss, sich angezogen werden muss, dann kriegen meistens die Bewohner Icho in die Hand, haben ihre Lieblingsmusik drauf und solange Icho bewegt wird, wie eine Spielorgel, wie eine Drehorgel, kommt die Musik und die lassen sich wesentlich leichter, sage ich mal, umziehen, waschen, all solche Tätigkeiten durchführen. Ja, ja. Und wir entdecken jetzt ganz viele Bereiche, wo es funktioniert. Wo wir noch einfach Anwendungen entwickeln müssen, ist so gerade der Bereich in der stationären Pflege. Sag mal schnell, wo sind wir gerade dran? Im Palliativbereich als Beispiel. Ja, okay. Das ist wahnsinnig schwierig, sage ich mal, da was Passendes zu finden, weil gerade Palliativ und dann Demenz, da ist sehr wenig, sage ich mal, wo noch Reaktionen überhaupt nach außen vordringen oder die Reaktionen von außen reingehen. Und da müssen wir einfach gucken, was funktioniert. Aber wir sind ganz guter Dinge und was jetzt Demenz jetzt am Anfang war, ist jetzt schon der Bereich Lern- und geistig behinderte Kinder, genauso auch schwerst Mehrfachbehinderung, Autismus, Kinder mit Autismus, wahnsinnig spannend zu sehen, wie die mit Icho arbeiten. Da gehen ganz anders. Ziemlich pfiffig haben die schnell diese ganzen Spiele raus und haben da total die Motivation, so eigene Spiele dann rauszuentwickeln. Das ist total faszinierend. Wir haben jetzt einen Forschungsantrag. Wir wurden gefragt zur Traumabehandlung von geflüchteten Frauen und Mädchen, die aus Afrika geflüchtet kommen. Da in der Traumabehandlung werden auch Lichtstimulation wird eingesetzt, Musiktherapie wird eingesetzt, um, ja, sage ich mal so, in dieses Snoozen reinzugehen. Also es sind ganz viele Bereiche, die sich jetzt gerade auftun, wo wir tätig werden können. Ja, das heißt also, letztendlich ist es nicht nur ein nationales Projekt, sondern soll ja auch ein internationales Projekt werden, gerade wenn du über Flüchtlinge sprichst oder ganz andere Einsatzgebiete über das, was du jetzt gerade gesagt hast. Also es geht ja im Allgemeinen um das Thema kognitive Erkrankungen und vielleicht auch noch darüber hinaus. Wer weiß, wo sich dieses Thema Icho mit dem Ball und mit euren Ideen dann noch hinentwickelt. Ja. Ja. Vielleicht nochmal so ein bisschen, also ich habe gerade so viele Gedanken im Kopf, mal gucken, dass ich die jetzt alle hintereinander kriege, aber der erste Gedanke war jetzt nochmal zu fragen, wir haben ja auch
die Bedeutung oder diesen Ansatz dahingehend, was ist jetzt, wenn ein Arzt sagt, okay, das interessiert mich für meine Patienten. Ich möchte gerne mehr über dieses Thema erfahren. Gibt es irgendwelche Möglichkeiten zunächst mal, die jetzt schon da sind oder vielleicht die ihr in Zukunft entwickeln wollt, wo man sagen kann, wir können diesen Ball so früh einsetzen, dass er fast präventiv wirkt, oder wir können einfach in Kooperation mit Ärzten noch ganz andere Dinge tun und die Ärzte können sich auch darüber bei uns informieren. Gibt es da etwas? Also das, was, sage ich mal, jetzt nachgelagert durch auch unseren fortschreitenden Prozess gekommen ist, ist natürlich das, was wir mit IchoErst gemacht haben, dieser Aktivierungs- und Förderbereich, ist natürlich das eine. Dieses Registrieren der Bewegung, das ist plötzlich eine ganz neue Dimension geworden. Denn wir können natürlich all diese Daten sammeln. Wie ist mit Icho interagiert worden? Wir können natürlich auch dokumentieren, angefangen vom leichten Tremor, wie sich ein Tremor über eine Zeit entwickelt. Wir können festhalten und dokumentieren, wie Bewegungen ausgeführt werden, ob sie zielgerichtet sind, ob man einen Ausschlag hat, wenn man eine Bewegung ausführt. Wir können feststellen, wie Reaktionszeiten sind. All das können wir festhalten. Wir sind da noch sehr früh. Wir sind sehr daran interessiert, in den Austausch zu gehen, gerade mit Ärzten, gerade mit betreuenden Ärzten im Demenzbereich oder auch mit anderen Krankheitsbildern. Was ist wirklich relevant für einen Arzt? Ist das etwas, wo man vielleicht genau sieht, okay, Herr Preuß hat über die letzten 8 Wochen einen stärkeren Tremor bekommen. Etwas, was die Pflegefachkraft oder die Angehörigen visuell gar nicht so wahrnehmen, aber was wir natürlich sehr genau detektieren können. Ja. Ich kann hier ein Beispiel zu geben. Das ist jetzt, das war im November, glaube ich. Ich glaube, das war kurz vor dem, bevor wir uns kennengelernt haben, auf der Veranstaltung. Wir haben im stationären Bereich einen Bewohner des stationären Bereichs, ich glaube, über einen Zeitraum von 6, 7, 8 Wochen begleitet mit Icho und ein tägliches Motoriktraining durchgeführt. Und am Anfang waren wir ganz stolz, weil über die 6 bis 8 Wochen, 7 Wochen irgendwie sowas, zeigte sich, Mensch, der hat Kraft aufbauen können. Der konnte die Außenhülle fester drücken von Icho. Bei jeder Anwendung hat er angefangen, die Außenhülle fester zu drücken. Und wir dachten, super, Motorik wurde aufgebaut, das ist aber hochspannend für uns. Das, was wir mit der Anwendung erreichen wollten, haben wir erreicht. Bei der Datenauswertung zum Schluss kam aber raus, nee, das kann überhaupt gar nicht sein. Der kann gar nicht motorisch gefördert worden sein, in dem Maße, wie er anfing, Druck aufzubauen. Was dann schlussendlich rauskam, war, dass er Sensibilität in den Fingern verloren hat. Also er hat das Fingerspitzengefühl verloren, etwas, was er selber nicht mehr kommunizieren konnte. Was aufgrund der Daten dann sage ich mal, publik wurde, wo wir das dann kommunizieren konnten. Und daraufhin wurde er von der Medikation her neu eingestellt und ein bisschen später hat er wieder diese Sensibilität teilweise zurückgewonnen. Und das ist natürlich hochspannend gewesen. Das ist dieser ganz neue Bereich, wo wir sagen, das ist eigentlich die Zukunft von Icho. Gerade, dass man die Daten, die wir sammeln können, auswerten kann, um Rückschlüsse zu geben auf vielleicht ein Krankheitsbild, auf einen Krankheitsverlauf und vielleicht auf die zukünftige Entwicklung. Ja, super. Also ich glaube, wie gesagt, dadurch, dass ihr das, das ist ja ein Prozess, der nie endet. Also der wahrscheinlich sich immer einfach weiterentwickelt und ihr seid so innovativ, ihr habt so tolle Partner, über die wir jetzt gleich auch nochmal sprechen, die mit euch im Boot sind. Ich glaube, das ist ja unglaublich wichtig, dass man weiß, dass Icho jetzt nicht ein Ball ist, den 3 Jungs entwickelt haben, der zum Spielen geeignet ist, sondern das ist wirklich ein Riesen oder wird wahrscheinlich ein riesengroßes Projekt werden für die Zukunft. Ihr habt mittlerweile ja auch Innovationspreise gewonnen. Ich glaube, irgendwie ein Wettbewerb international wart ihr unterwegs. Ihr habt in Deutschland einen Gründerpreis gewonnen. Ihr habt Partner im Boot, die Social Impact Lab, glaube ich, aus Duisburg seid ihr mit unterwegs. Ihr habt hier im ganzen Ruhrgebiet NRW Kooperationspartner. Ihr habt Business-Mentoren, mit denen ihr zusammenarbeitet, sowohl auf der einen Seite, was die technisch-medizinische Begleitung angeht, aber natürlich auch die ganzen wirtschaftlichen Themen, die dahinter stehen. Du warst gestern oder du bist gestern auf dem, ich muss es mir nochmal aufschreiben, auf dem Jahreswirtschaftsforum oder der Auftakt Jahreswirtschaftsforum der Ludwig-Erhard-Gipfel gewesen in München.
durftest es vorstellen, hast da Möglichkeiten gehabt, mit so namhaften Rednern wie Christian Lindner, Friedrich Merz und so weiter auf der Bühne zu stehen und das Ganze, ich glaube, mit einem anderen Startup zusammen noch zu präsentieren. Also um es jetzt mal im Ruhrgebiet-Jargon zu beschreiben, ihr dreht echt ein großes Rad mit dem Thema, aber ihr seid auch verdammt weit schon. Also. Ja, fühlt sich noch gar nicht so richtig an, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe so immer das Gefühl, wir treten auf der Stelle. Und letztens habe ich für den Jahresrückblick 2018, pünktlich zum Neujahr, bin ich durch den Fotoordner gegangen und dachte auch so, mein lieber Scholli, was haben wir alles 2018 gemacht? Gar nicht so richtig realisiert. Aber ja, du hast schon viele Sachen angesprochen. Wir haben großes Glück, dass wir durch... obwohl wir hier im kleinen Duisburg sitzen, sage ich mal, und nicht irgendwie im fancy Startup Berlin, dass wir an gute Kooperationspartner gekommen sind, sehr früh an sehr starke Netzwerke. Und dadurch haben sich einfach auch Möglichkeiten aufgetan, dass wir in Wettbewerbe gegangen sind. Wir sind jetzt echt mehrfach ausgezeichnet worden. Das ist ein wahnsinniges Glück. Wettbewerb ist immer, hat so seine eigenen Regeln. Je nach Jury kannst du treffen, kannst du nicht treffen. Aber irgendwie haben wir so gerade den Zeitgeist getroffen. Mhm. Und das, was national uns wirklich sehr glücklich gemacht hat, ist, dass wir den Preis der Uni Wittner-Herdecke, also die Wittner-Preis für Gesundheitsvisionäre, gewonnen haben. Das war 2017. Das war für uns ganz besonders wichtig, weil gerade Uni Wittner-Herdecke mit dem Pflegeschwerpunkt und auch mit Schwerpunkt Demenz eine große Nummer für uns ist, auch deutschlandweit. Wir haben andere, kleinere deutsche Preise noch gewonnen, aber ganz toll war für uns wirklich die Nominierung vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie in diesen EU-Wettbewerb Ideas from Europe zu gehen. Und ja, da sind wir tatsächlich dann zu einem der 10 innovativsten Startups in ganz Europa ausgezeichnet worden. Ja, das war schon, habe ich auch nicht mitgerechnet, ganz ehrlich. Ja. Ja, aber also das Ganze, das war mir nochmal wichtig, dass wir das nochmal sagen hier, denn vor dem Hintergrund ist ja immer nie so deutlich, wenn man sowas zum ersten Mal hört, was ist wirklich mittlerweile da passiert, was ist da los und auf welchem Weg seid ihr da? Und also für alle die sich nochmal ein bisschen ausführlicher informieren wollen, gibt es die Seite, kannst du die nochmal sagen, eure Homepage, wo man sich informieren kann, wo dann auch eure Kontaktdaten drauf sind, die wir ja auch auf jeden Fall verlinken werden. Genau. Wie heißt eure Seite? Also man findet eigentlich alle Informationen auf unserer Homepage. Das ist icho-systems.de. icho-systems.de. Okay. Aber ich glaube, wenn man Demenz und ICHO eingibt, dann sind wir auch schon bei Google ganz gut verlinkt. Aber ganz richtig. Ich glaube, ich hab Steffen Preuß eingegeben. Auch das funktioniert schon ganz gut. Ja, oh Gott, ja. Die Zeitmaschine wird keiner mehr vergessen, mich dann. Ja, genau. Nochmal die Richtung, also zwei Sachen. Auf der einen Seite frage ich mich immer, muss eine Entwicklung, eine solche Entwicklung, die ja einfach ist und alles, was einfach aussieht nach außen, wie jetzt so ein Ball entwickeln, mit dem ist natürlich unglaublich schwer im Hintergrund, hat aber ja was ausgelöst, nicht nur bei euch, sondern auch bei Demenzkranken, bei Ärzten, bei Wissenschaftlern, bei Universitäten und so weiter. Da frage ich immer, muss das eigentlich branchenfremd kommen? Also es ist ja ganz oft so, dass Innovationen nicht aus der ursprünglichen Branche entstehen oder sogar Disruptionen nicht aus der ursprünglichen Branche entstehen. Ich meine, wir haben natürlich eine tolle Kultur dieser Startups, die dieses Wort, das funktioniert nicht kennen, sondern ihr habt einfach gemacht. Oder war das falsch? Ja, es ist irgendwie erstaunlich. Also wir haben, wenn wir das noch aus der Uni heraus betrachtet haben, waren wir häufig damit konfrontiert, nicht wirklich Gegenwind zu erhalten, aber so ein bisschen haltet den Ball flach nach dem Motto, weil ich sag mal ganz ehrlich, ein Hardware-Produkt mit Software zu entwickeln im medizinischen Bereich, das ist keine kostengünstige Sache, was sich so drei Studenten mit dem, was sie sich so nebenbei verdienen, als wissenschaftliche Hilfskraft gut leisten können. Mhm. Und vor dem Hintergrund sind wir häufig damit konfrontiert gewesen, Mensch, ihr habt doch ein tolles Projekt gemacht, eine super Note eingefahren. Schaut doch, dass ihr es normal weiter studiert und ihr gebt da so viel Energie rein, so viel privates Geld rein. Muss das denn sein? Und auch genau vor dem Hintergrund, ihr seid doch keine Ärzte, ihr habt keinen pflegerischen Hintergrund, ihr seid keine Therapeuten. Ihr könnt das doch gar nicht bewerten, was ihr macht. Mhm. Und
Das ist absolut richtig. Das können wir auch überhaupt nicht. Weshalb wir ja sehr früh eigentlich in die Ansprache gegangen sind und wirklich geguckt haben, welche Ärzte, Therapeuten und Wissenschaftler können uns da unterstützen. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, es ist wirklich so eine Unerschrockenheit vor dieser etablierten Meinung in einem bestimmten Markt oder in einem bestimmten Segment, der es nur so von außen vielleicht geben kann. Mhm. Also wenn ich mir überlege, ich sag mal, ich sehe immer noch meine Gestalt, meine Heimat in der Gestaltung. Wenn jetzt einer herkommen würde und sagt, Shop-System durchgestalten für 5.000 Euro oder sowas, dann würde ich auch sagen, boah, schwierig, schwierig, kann man, glaube ich, nicht machen, kann man nicht umsetzen, weil man einfach so tief drin steckt. Ich glaube, das ist einfach einfacher von außen einfach zu machen, wenn man da mutig und so ein bisschen unerschrocken rangeht. Auch das ist wieder ein schönes Learning für alle die, die immer noch überlegen, gehe ich in die Niederlassung, nehme ich meine eigene Praxis, soll ich doch lieber im Krankenhaus bleiben? Ich glaube, eine Vision zu haben, zu sagen, ich habe da wirklich Bock drauf, ich will das, ich möchte da was verändern und ich lasse mich auch nicht ins System pressen, auch wenn es natürlich nicht so leicht ist, aber leicht können die anderen eben alle auch. Ja. Und ihr seid eben den Weg gegangen, der vielleicht ein bisschen steiniger ist, aber es ist ja jetzt vielleicht nur gerade in der Spur abzusehen, was daraus wird. Also nochmal für das Projekt. Alles Gute. Sag nochmal ein bisschen was zur Vision von ICHO. Wo wollt ihr hin? Wo siehst du euch in 5 Jahren, wenn das überhaupt geht? Also ist natürlich wahnsinnig schwierig. 5 Jahre ist ein weiter Blick in die Zukunft. Ja. Wenn ich überlege, was wir in 2 Jahren alles gemacht haben, hätte ich das niemals irgendwie erahnen können. Was ich wahnsinnig gut fände, wäre, wenn wir wirklich diesen Bereich ICHO, medizinische Daten auswerten, wenn wir da sehr viel stärker werden würden, wenn wir KI-gestützt sogar sagen könnten, anhand von bestimmten Bewegungsmustern, von Abweichungen, dass das Rückschlüsse auf bestimmte Krankheitsentwicklungen geben würde, dass wir da zum Beispiel auch einfach Ärzte unterstützen können. Ich meine, ich komme aus einem sehr ländlichen Bereich. Telemedizin ist, glaube ich, auch ein ganz großes Thema in Deutschland mittlerweile. Ja. Ich glaube, da tut sich auch langsam einiges. Wenn man hier zum Beispiel ICHO unterstützend einsetzen könnte, glaube ich, wäre das wahnsinnig spannend. Also ICHO als Begleiter schon viel früher, sage ich mal, einzusetzen, medizinische Daten zu liefern, um als Frühwarnsystem quasi zu gelten. Ja, aber nicht nur im Bereich, nicht nur im Bereich Demenz, also wie gesagt, es ist ne, Multiple Sklerose, Chorea, Huntington, das sind alles Sachen, die jetzt schon angefragt werden. Wir arbeiten mit den ersten Schlaganfallpatienten, weil da auch Motorik gefördert werden muss. Ich glaube, wenn wir uns hier schaffen, wirklich so zu etablieren, dass wir uns nicht zu verstreut erstmal starten, sondern wirklich für jeden Bereich gute Anwendungen haben, die man mit ICHO durchführen kann, um eine echte Aktivierung, Förderung, eine Therapie vielleicht auch sogar zu etablieren, dann fände ich das wahnsinnig gut und dann, glaube ich, wäre vielen Menschen geholfen. Ja, absolut. Und es ist ja viel, viel möglich. In dem, was du gerade gesagt hast, stellen wir sofort, ich meine, wir haben ja im Hauseigen, das weißt du auch, habe ich dir erzählt, unser Sohn hat seit 1,5 Jahren Diabetes Typ 1. Auch da ist es ein großes Anliegen, ja immer wieder zu sagen, die Patientenversorgung muss vernünftig sein. Wenn ich mir vorstelle, ICHO hat irgendwann eine kleine Fläche, wo ich meine Hand auflege oder meinen Finger auflege und der Blutzucker wird gemessen und diese Blutzuckerwerte gehen sofort per Übertragung an den nächsten Arzt, an Krankenhaus oder können abgefragt werden. Da sind ja viele Dinge möglich. Das Gleiche gilt mit Herzfrequenzmessungen und so weiter und so weiter. Du hast gerade noch so ein paar Dinge angehört. Also ich glaube, da kommt noch viel. Ich freue mich drauf. Also wirklich sehr, sehr schön. Ich gucke so ein bisschen immer auf die Uhr. Ich habe ja so meine Dreiviertelstunde, die wir auch nicht überschreiten wollen, weil sonst werden es zu viele Informationen noch für die Hörer. Ja, ist einfach super spannend. Ja. Einfach das, was also ich habe jetzt hier bestimmt noch 6 oder 7 Fragen, die wir noch gar nicht besprochen haben. Ich möchte mich allerdings, bevor wir dann zur kurzen Frage, kurzer Antwortrunde kommen, nochmal auf eine Frage beschränken. Das habe ich gerade schon mal versucht. Wie kann sich denn der Arzt informieren? Also wie kann der Arzt sagen, ja, das interessiert mich, ich möchte gerne mehr darüber wissen? Gibt es irgendeine zentrale Anlaufstelle? Sonst habe ich mir gerade überlegt, wir schaffen einfach eine. Ja, was super gut funktioniert ist, wer wirklich Infomaterial haben möchte, wer sich informieren möchte, schreiben per E-Mail ahoy@icho-systems.de, also ahoy wie der... Ne? Ja, das verlinken wir auch, okay. Ja. Genau, da kann man auf jeden Fall sich melden. Wir werden, ich glaube, was einrichten, wo man sich so ein kleines Paket runterladen kann. Super. Das macht vielleicht Sinn, ne? Ja. Dass man so dieses
ein Zwei-Seiter-Handout, ein Flyer vielleicht noch dazu mit dem Link zu einem Anwendungsvideo, wo man sieht, wie wird ICHO eigentlich eingesetzt. Ja, genau. Dass wir das quasi aufbauen, würde ich sagen, verlinken wir auf jeden Fall. Okay. Und dann schaffen wir da so eine zentrale Stelle. Alles Material natürlich auf der Website, aber das macht Sinn, da so einen kleinen, kurzen Link zu machen. Sehr schön. Ja, wie gesagt, zum Schluss des Interviews immer eine kleine, kurze Frage, kurze Antwortrunde. So kurz, wie es geht, wäre schön. Also ja. Ich mache das immer deshalb, weil ich finde mal schön, auf die gleichen Fragen unterschiedliche Antworten zu kriegen. Mhm. Zukunft der Medizin. Wohin entwickelt sich die Medizin aus deiner Sicht in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Ich glaube, die Medizin wird sehr viel individueller. Ich glaube, dass die Medizin sehr viel abgestimmter auf meine persönlichen Bedürfnisse ist und dass ich einfach ja, Medikament zum Beispiel genau individualisiert auf mich bekomme. Mhm. Zu kurz, zu lang? Nee, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Alles gut. Was bedeutet für dich das Thema Gesundheit? Ja, ausgeglichen sein. Also die Balance zu schaffen zwischen Arbeit, Freizeit, Familie, Zeit für sich selber zu haben, durchatmen zu können. Und ich glaube, dann sind solche ganzen Thematiken wie Burnout und sowas, womit man schnell im Startup konfrontiert ist, warum brennt ihr nicht alle durch, ganz schnell passé, weil wenn man die Balance hat, dann klappt's. Und die Leidenschaft spielt für mich auch mal eine große Rolle, finde ich zumindest. Ne? Also Leidenschaft dabei. Ich habe das immer so ein bisschen bei meinen Kindern früher damit verglichen, es hat noch nie ein Kind sich überspielt. Ne? Also im Sinne von, du bist jetzt, weil du 6 oder 7 oder 8 Stunden dich mit Lego beschäftigt hast oder draußen gespielt hast im Wald, hat noch keiner Burnout von bekommen. Ne? Also absolut ist das, richtig. Ist der Spaß an der Sache, die Leidenschaft und vielleicht einfach der Weg ist das Ziel auch schon. Sehr häufig. Und das sieht man ja bei euch auch. Ihr lernt ja jeden Tag dazu und ICHO entwickelt mit der Sache. Sehr schön. Welche Eigenschaft sollte man aus deiner Sicht als Unternehmer haben? Ja, so eine gewisse Unerschrockenheit gegenüber, sage ich mal, dem Establishment. Ne? Mhm. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Einfach loslegen ist genauso wichtig. Also gar nicht mal so die Dinge so sehr durchdenken, so sehr Konzepte aufsetzen, sondern wenn man eigentlich doch weiß, was man will, wirklich mal anfangen. Mhm. Und viele Dinge ergeben sich wirklich erst auf dem Weg und nichts passiert so, wie man es eigentlich geplant hat. Deswegen wirklich der Impuls, einfach loslegen und es wird eigentlich immer besser, als man denkt. Also ich habe noch nie einen von meinen Startup-Kollegen gehört, der gesagt hat, boah, scheiße, ich bereue das alles, was ich hier gemacht habe. Überhaupt nicht. Ja. Es öffnen sich plötzlich ganz viele Türen, ne? Komischerweise. Ja. Ja, absolut. Sehr gut. Gibt es ein Buch oder einen Film, der dich in der letzten Zeit besonders mitgerissen, motiviert oder erreicht hat? Muss jetzt also nicht medizinisches sein? Ja, ich habe ich habe in der Uni noch wesentlich mehr lesen können. Da gab es so bestimmte Autoren, die mich einfach mitgerissen haben. Ich habe Peter Sloterdijk fand ich immer sehr interessant, aber das, was ich so gerne gelesen habe, waren auch immer Byung-Chul Han, die Transparenzgesellschaft. Mhm. Das sind solche Bücher gewesen, die gewisse Impulse bei mir losgetreten haben und das fand ich eigentlich richtig gut immer. Sind aber auch schon ein paar außergewöhnliche Themen, ne? Liest jetzt auch nicht jeder im Studium, oder? Nö, das stimmt, aber vielleicht wäre es ganz gut. Also ich glaube, ich hab aber auch ein bisschen länger im Bachelor gebraucht als meine Kommilitonen, weil ich einfach semesterweise nur gelesen habe. Ne? Okay. Also gar nicht mehr Prüfungen gemacht habe. Ja. Verlinken wir auf jeden Fall unten in den Shownotes. Ja. Die letzte Frage, wen würdest du uns als Podcast-Gast für diesen Podcast empfehlen können? Und da gerne aus dem Bereich der Medizin, wenn es geht. Super gute Frage. Wen ich wirklich sehr interessant fände, ist Christel Bienstein. Mhm. Christel Bienstein ist, ich glaube, jetzt emeritierte Professorin der Uni Wittenherdecke, gilt so als die Demenzpäpstin in Deutschland. Und ich finde, sie ist eine wahnsinnig interessante Person, weil sie unheimlich viel in ihrem Bereich bewegt hat. Mhm. Ich glaube, dass das eine ganz wichtige Aufgabe ist. Und ich glaube, dass sie jetzt mit ihrer, sag ich mal, neuen Zeit, die sie gewonnen hat, vielleicht sich dem Thema auch nochmal ganz anders widmet. Also ich könnte mir vorstellen, in dem Bereich alternde Gesellschaft, Demografie und gerade im Demenzbereich könnte das spannend sein. Schön.
Ja, wirklich sehr interessant. Also wenn, vielleicht kannst du mal überlegen, wie wir den Kontakt herstellen können. Vielleicht Kann ich gerne herstellen, auf nehmen jeden wir Fall. das mal an. Ich bin jetzt gerade dabei, tatsächlich alle Gäste, so die letzten 35 Folgen, die immer ja auch einen Podcast-Gast empfohlen haben, mal anzuschreiben, mal zu gucken, wer wirklich Spaß daran hat. Ja, ich kann da, Freue ich mich auch sehr drauf. ich kann da Also gerne ganz, Kontakt herstellen. ja, Ja. super, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und für die Tatsache, dass du etwas entwickelst, was, glaube ich, ja, wirklich ein gesellschaftliches Thema ist. Und was ihr da tut, ist wirklich für mich wirklich sehr, sehr großartig. Deshalb freue ich mich wirklich sehr, dass du heute da warst. Viele Grüße an deine Kollegen. Viel Erfolg weiter für euer Projekt und vielen Dank an alle Zuhörer und Zuschauer fürs, ja, Zuhören und Zuschauen. Denken Sie mal dran, bleiben Sie unternehmerisch, ist ganz wichtig. Tun Sie was für sich. Und das Schlusswort hat wie immer unser Gast, Steffen. Was möchtest Ja, hör mal. du noch mitgeben? Herzlichen Dank für die Einladung. Ich fand, das hat sofort gefunkt zwischen uns beiden, als wir uns kennengelernt haben auf der Veranstaltung. Ich finde das, was du machst, unheimlich wichtig. Mein Bruder ist jetzt gerade fertig mit seinem Medizinstudium und ist jetzt, sage ich mal, Arzt und steht natürlich auch vor der Frage, in welche Fachrichtung geht es denn jetzt weiter oder wie stelle ich mich auf als Arzt? Und ich habe ihm deinen Podcast schon gezeigt, finde ich das super. Und ich meine, das ist jetzt eine ganz neue junge Generation. Ich meine, er ist jetzt Absolut, ja. 28, frisch gebackener Arzt. Wie geht es jetzt weiter, ne, nach all den Jahren Studium? Und ich glaube, er hat halt auch dieses Unternehmerische in sich, das steckt irgendwie in uns drin. Ja. Es ist aber, glaube ich, ganz schwierig, so ein etablierter Beruf wie Arzt, ne, niedergelassener Arzt, wo auch immer es hingeht. Wie packe ich das denn jetzt an, wenn ich das vielleicht ein bisschen unternehmerisch denke, um auch für die Zukunft fit zu bleiben? Und da finde ich, ist das eine ganz tolle Sache, die du machst. Und Schön. ja, ich finde es extrem wichtig und vor allem wahnsinnig spannend. Der Podcast ist super. Ja, vielen, vielen Dank. Also wenn dein Bruder mal auch gerne als Podcast-Gast kommen möchte, weil das finde wiederum ich unglaublich interessant. Junge Ja. Mediziner, welche Einstellung haben die für die Zukunft? Weil ich glaube, die haben viel, viele oder viel mehr Möglichkeiten, als sie sich heute überhaupt vorstellen. Also mein Gedanke geht ja so ein bisschen dahin, sich heute schon die Community zu schaffen, die morgen vermeintlich Patienten werden können. Und da gibt es viele, viele Möglichkeiten mit vielen, vielen Ansätzen. Ich habe es leider noch nicht geschafft. Ich weiß nicht warum. Ich hatte einige Kontakte, das habe ich beim letzten Mal auch schon gesagt, in dem letzten Podcast, viele Kontakte oder einige Kontakte, die haben sich aber noch nicht in Anführungsstrichen getraut, in Podcast zu kommen. Okay. Die haben immer dann gesagt, ich weiß nicht so genau, soll ich das sagen, kann ich das machen? Also von daher, alle, die es jetzt nochmal hören, meldet euch einfach und Steffen, wenn dein Bruder Spaß hat irgendwann daran, sehr, sehr gerne, würde mich wirklich sehr, Auf sehr jeden freuen. Fall, ja. Und ich hoffe, dass wir beiden uns das nächste Mal sehen, spätestens auf unserer Veranstaltung am Auf 6.7. jeden Fall, ja. hier im Dortmunder Signal Iduna Park vor 100 Ärzten. Das ist unser Ziel, Startup Praxis. Und da kann man dann auch nochmal persönlich mit dir in Kontakt kommen. Also alles Liebe, Wunderbar. schöne Zeit, bleiben Sie unternehmerisch und alles bis dahin. Tschüss, Steffen. Ciao. Ciao.